Ich begrüße Sie zu meinen Lernvideos zum Thema S-Parameter. Im ersten Video wollen wir klären, was sind S-Parameter und wofür werden sie benötigt. Dann wollen wir S-Parameter für zwei Tore besprechen. Ich will Ihnen zeigen, wie man S-Parameter berechnen kann. Dann wollen wir einige Beispiele zusammenrechnen. Und schließlich möchte ich Ihnen auch noch zeigen, wie man S-Parameter messen kann. In einem zweiten Video werden wir dann das Thema S-Parameter auf N-Tore verallgemeinern und einige Anwendungsbeispiele uns anschauen, nämlich Richtkoppler, Einwegleitungen und Zirkulatoren. Am Ende dieses Videos werden Sie Folgendes können. Sie wissen, wann man ein Vierpol oder ein Zweitor mit Streuparametern beschreibt. Sie kennen die physikalische Bedeutung der Streuparameter und können die Streuparameter für einen gegebenen Vierpol berechnen. Und Sie wissen, was Reziprozität und Bausymmetrie ist und können diese Begriffe anwenden. Mit S-Parametern kann man ein Vierpol bzw. ein Zweitor beschreiben. Wir haben hier das Tor 1, den Eingang, und das Tor 2, den Ausgang. Im niedrigen Frequenzbereich Vierpole auch mit Y, Z, H oder A-Parametern beschreiben. Diese Beschreibung kennen Sie wahrscheinlich schon. Bei hohen Frequenzen, sprich bei Frequenzen von mehr als 100 MHz, nimmt man stattdessen S-Parameter. Der Grund hierfür ist, dass bei diesen Frequenzen Strom und Spannung nicht mehr so einfach zu bestimmen sind und in der Regel ortsabhängig sind. Wir betrachten hier eine Leitung mit einem reellen Wellenwiderstand ZL und an der Stelle Z haben wir im Allgemeinen eine hinlaufende Spannungswelle und eine rücklaufende Spannungswelle UR von Z. Für die transportierte Wirkleistung gilt nun an der Stelle Z U ist die Spannung an der Stelle Z und I der Strom an der Stelle Z. Und das können wir auch schreiben als U hinlaufend an der Stelle Z Betragsquadrat durch den Leitungswellenwiderstand ZL minus der rücklaufenden Leistung U rücklaufend an der Stelle Z Betragsquadrat durch ZL. Dieser Term ist also die hin laufende Leistung und dieser Term beschreibt die rücklaufende Leistung, das heißt die in Minus-Z-Richtung laufende Leistung. Sinnvoll ist nun die Einführung einer normierten Wellenamplitude AZ für die hinlaufende und BZ für die rücklaufende Welle. Normiert bedeutet in diesem Zusammenhang auf die Leistung bezogen. Wir definieren also A von Z definieren wir als U hinlaufend an der Stelle Z durch Wurzel aus ZL und B an der Stelle Z definieren wir als U rücklaufend an der Stelle Z durch Wurzel aus ZL. Wir erkennen, dass A Betragsquadrat bzw. B Betragsquadrat der hin- bzw. rücklaufenden Leistung entspricht. Und die normierten Wellenamplituden A-Betrag und B-Betrag sind aus einer Leistungsmessung messtechnisch einfach bestimmbar. Dies macht man in der Praxis mit einem Netzwerkanalysator. Ich komme darauf später noch zu sprechen. Mit den normierten Wellenamplituden lassen sich nun zwei Tore beschreiben. Wir haben hier vorne eine Leitung 1 mit dem Wellenwiderstand ZL und hier hinten eine Leitung 2. Ebenfalls mit ZL. A1 bezeichnet nun eine Wellenamplitude, die am Tor 1 in den Vierpol hineinläuft und entsprechend beschreibt A2 eine Wellenamplitude, die am Tor 2 in den Vierpol hineinläuft. B1 bezeichnet eine Wellenamplitude, die am Tor 1 aus dem Zweitor hinausläuft und B2 eine Wellenamplitude, die am Tor 2 aus dem Zweitor hinausläuft. Das heißt A1 und A2, das sind Wellenamplituden, die in das Netzwerk hineinlaufen. Entsprechend sind B1 und B2 Wellenamplituden, die aus dem Netzwerk hinauslaufen.
und die normierten Wellenamplituden sind nun über die Streumatrix miteinander verknüpft und wir können schreiben, die Wellenamplituden, die aus dem Netzwerk hinauslaufen, sind gegeben durch, dieses hier bezeichnet die Streumatrix für ein Zweitor bzw. ein Vierpol. Wir haben hier vier sogenannte S-Parameter, S11, S12, S21 und S22. Im Englischen werden diese auch Scattering-Parameter genannt. Und hier müssen wir noch multiplizieren die normierten Wellenamplituden, die in das Netzwerk hineinlaufen. Wir erkennen, dass die S-Parameter komplexe, aber dimensionslose Größen sind. Die einzelnen S-Parameter haben die folgende physikalische Bedeutung. S11 und S22 sind die Reflexionsfaktoren am Eingang bzw. Ausgang bei ausgangs- bzw. eingangsseitigem Abschluss. Und die Parameter S12 bzw. S21 sind die Übertragungsfunktionen bei ausgangs- bzw. eingangsseitigem Abschluss. Dabei bezeichnet der hintere Index das Tor, an dem die normierte Wellenamplitude eingespeist wird, und der vordere Index das Tor, an dem die Wellenamplitude austritt. Also S21 bezeichnet die Übertragung von Tor 1 nach Tor 2 und S12 entsprechend umgekehrt die Übertragung von Tor 2 zu Tor 1. Wie können wir nun die S-Parameter berechnen? Dazu schließen wir zunächst den Ausgang 1, das heißt die Leitung 2, mit ZL ab. Wenn wir den Ausgang unseres Netzwerkes mit ZL abschließen, dann haben wir Folgendes. Wir bringen hier ZL an, dann bedeutet das, dass hier nichts reflektiert wird, also unser A2 gleich 0 ist. Wir haben hier unseren Eingangsport 1, hier unseren Ausgangsport 2, die Spannung hier nennen wir U2, diese Spannung entsprechend U1. Hier kommt jetzt die normierte Wellenamplitude B1 raus, hier geht jetzt A1 rein. Und an dieser Stelle kommt B1 raus. Und wenn wir jetzt diese Matrizenschreibweise hier in Form von einer Gleichung schreiben, dann erhalten wir Folgendes. B1 ist gleich S11 mal A1 plus S12 mal A2. Wenn unser A2 0 ist, fällt dieser Term weg und wir bekommen S11 ist gleich B1 durch A1. Das heißt, unser S11 ist nichts anderes als der Reflexionsfaktor am Tor 1 in dieser Ebene. Also der Reflexionsfaktor am Eingang, wenn ich den Ausgang mit ZL abgeschlossen habe. Weiterhin bekomme ich B2 ist S21 mal A1 plus S22 mal A2 und wenn A22 0 ist, bekomme ich für S21 B2 durch A1. Das können wir jetzt noch etwas anders schreiben, nämlich die Spannung am Eingang U1 können wir ausdrücken als eine hinlaufende Spannung am Eingangstor plus einer rücklaufenden Spannung und mit den normierten Wellenamplituden folgt dann, das wäre A1 plus B1 mal Wurzel ZL. Und wenn wir hier das A1 noch ausklammern, können wir S11 ins Spiel bringen. Am Ausgang gilt entsprechend U2 ist eine hinlaufende Welle plus eine rücklaufende Welle. Das können wir auch wieder über die normierten Wellenamplituden ausdrücken. In unserem Fall ist das A2 0, weil wir ja hinten abgeschlossen haben. Und wir bekommen jetzt hier Wurzel ZL mal B2. Das heißt, für unser S21, das war ja B2 durch A1, wenn wir diese Beziehung jetzt hier einsetzen, können wir schreiben, B2 ist gleich U2 durch Wurzel ZL. Und A1 ist gleich U1 durch Wurzel ZL mal 1 plus S11.
das Wurzel zl kürzt sich heraus und wir können das auch schreiben als 1 plus s11 mal u2 zu u1. Das ist interessant, denn dieser hintere Ausdruck, dieser Bruch u2 zu u1, das ist unsere ganz normale NF-Übertragungsfunktion, wie wir sie aus den Grundlagen der Elektrotechnik kennen. Wir können den S-Parameter S21 als Hochfrequenzübertragungsfunktion von Port 1 zu Port 2 betrachten. Der berücksichtigt nämlich die Reflexion am Eingang hier. Wenn wir hier zum Beispiel einen Reflexionsfaktor von minus 1 haben, dann wird ja die komplette Leistung am Eingang reflektiert und es kann gar nichts durch das Netzwerk durchkommen. Also unser S21 ist so gesehen eine HF-Übertragungsfunktion. Und mit diesen beiden Beziehungen können wir jetzt prinzipiell S11 und S21 für ein gegebenes Netzwerk ausrechnen. Wir kennen also jetzt an dieser Stelle S11 und S21 und benötigen jetzt noch die Parameter S22 und S12. Das machen wir, indem wir den Eingang mit ZL abschließen. Wenn wir das tun, wird unser A1 gleich 0 und wir können dann die Parameter S22 und S12 analog zu erstens bestimmen. In einigen Fällen brauchen wir aber gar nicht mehr S22 und S12 zu bestimmen, denn es gilt Folgendes. Bei symmetrischen Netzwerken gilt S22 gleich S11 und bei reziproken Netzwerken gilt S12 ist gleich S21. Das heißt, die HF-Übertragung von Tor 2 zu 1 ist genau gleich der von Tor 1 zu 2. Das ist interessant und das gilt praktisch für alle passiven Netzwerke, mit Ausnahme von solchen, die gyromagnetische Werkstoffe verwenden. Und das sind relativ wenige. Wir wollen nun noch die S-Parameter für einige Beispiele berechnen. Als erstes Beispiel wollen wir uns die S-Matrix einer perfekt angepassten Leitung mit dem Leitungswellenwiderstand ZL, mit der komplexen Ausbreitungskonstante Gamma und der Länge groß L anschauen. Die S-Matrix sieht dann wie folgt aus. Wenn die Leitung perfekt angepasst ist, dann ist der Reflexionsfaktor S11 0 und der am Ausgang von dieser Seite hier wäre natürlich auch 0. Wie sieht jetzt die Übertragung von Tor 1 zu Tor 2 aus? Für die Spannung am Ausgang gilt, wir haben die Spannung am Eingang mal E hoch minus Gamma L und die rücklaufende Welle entfällt hier, weil wir ja gesagt haben, dass die Leitung perfekt angepasst ist. Für unser S21 gilt nun, das ist 1 plus S11, wobei das ja 0 war, mal der Übertragungsfunktion Ausgang durch Eingang und das wäre in unserem Fall hier U an der Stelle L durch U1 und wir erkennen, das ist also E hoch minus Gamma L. Wir können also für S21 schreiben, das ist E hoch minus Gamma L. Und aufgrund der Reziprozität ist S12 genauso groß, E hoch minus Gamma L. Als zweites Beispiel schauen wir uns einen Serienwiderstand in einer Leitung an. Das sieht dann wie folgt aus. Wir haben hier die Leitung 1, haben hier unseren Serienwiderstand, den wir Z0 nennen. Und hier haben wir unsere Leitung 2. Beide Leitungen haben den Wellenwiderstand ZL. Und hier an dieser Stelle, das ist unser Eingang, geht die normierte Wellenamplitude A1 rein. B1 kommt hier wieder raus. Hier haben wir den Ausgang. Hier geht also A2 rein und B2 geht wieder raus. Wir müssen nun in einem ersten Schritt hier hinten mit ZL abschließen. Es wird dann unser A2 gleich 0 und unser S11. Das ist dann der Reflexionsfaktor hier in dieser Ebene,
hier vorne und da können wir die Formel benutzen: Abschlusswiderstand minus Leitungswellenwiderstand durch Abschlusswiderstand plus Leitungswellenwiderstand. Die Formel finden Sie in meinen Videos über die Leitungstheorie. Und der Abschlusswiderstand ist, wenn ich von hier in die Leitung reinschaue, ZE ist also Z0 plus ZL. Das heißt, wir haben hier Z0 plus ZL minus ZL durch Z0 plus ZL plus ZL. Das hier hebt sich weg und wir hätten dann Z0 durch Z0 plus 2ZL. Das wäre also unser S11. Und wegen Bausymmetrie wäre das natürlich auch unser S22. Schauen wir uns nun S21 an. Das war ja 1 plus S11 mal die Übertragungsfunktion U2 zu U1. Das wäre also 1 plus Z0 durch Z0 plus 2ZL. So, und für die Übertragungsfunktion sehe ich hier einen Spannungsteiler. Hier ist U2, hier haben wir die Spannung U1 und das Verhältnis von U2 zu U1, das wäre also in unserem Fall ZL durch ZL plus Z0. Wenn wir das weiter ausrechnen und vereinfachen das, erhalten wir, das hier können wir kürzen, wir erhalten 2ZL durch Z0 plus 2ZL. Und aufgrund der Reziprozität ist das auch S12. Wir haben also jetzt alle vier S-Parameter S11, S21, S22 und S12 bestimmt. Als letztes Beispiel wollen wir die S-Parameter eines T-Halbgliedes bestehend aus einer Impedanz Z1 und Z2 berechnen. Dieses T-Halbglied ist offensichtlich nicht bausymmetrisch, das macht ja einen Unterschied, ob ich hier von vorne, von Tor 1 reinschaue oder von Tor 2, aber es ist reziprok, wie wir im Folgenden sehen werden. Und das ist wirklich erstaunlich. Berechnen wir als erstes mal S11 und S21, dann müssen wir hier mit ZL abschließen und unser S11 ist jetzt der Reflexionsfaktor in dieser Ebene hier und der ist gegeben zu S11 ist ZE minus ZL durch ZE plus ZL und ZE ist jetzt der Gesamtwiderstand der Schaltung, das heißt ZE ist Z1 plus der Parallelschaltung aus Z2 mit ZL. Ich erspare mir das an dieser Stelle weiter auszurechnen. Ich wollte nur das Prinzip zeigen. Für S21 gilt ja dann, das ist 1 plus S11 mal U2 zu U1. So, für S11 müssen wir also diesen Ausdruck hier einsetzen. Sie sehen, das wird also schon relativ kompliziert. Und die NF-Übertragungsfunktion hier, das hier wäre ja die Eingangsspannung U1 und das hier die Spannung am Ausgang U2. Das ist wieder ein Spannungsteiler und zwar wäre das gleich Z2 parallel zu ZL durch Z1 plus Z2 parallel zu ZL. Das käme also hier noch multiplikativ dazu und das kann man jetzt noch vereinfachen. Die Rechnung möchte ich Ihnen allerdings ersparen, die kann jeder mal für sich probieren und das Endergebnis wäre dann, und wir hätten damit S11
und S21 bestimmt. Jetzt müssen wir in einem zweiten Schritt den Eingang mit ZL abschließen und dann S22 und S12 bestimmen. Wir müssen also jetzt hier vorne ZL anbringen und unser S22 ist jetzt der Reflexionsfaktor von hier aus gesehen und wir können schreiben, das ist wieder ZE minus ZL durch ZE plus ZL. ZE ist in unserem Fall Z2 parallel zu Z1 plus ZL. Und wenn wir jetzt S11 und S22 miteinander vergleichen, dann stellen wir fest, dass diese ungleich sind, da das Netzwerk ja nicht bausymmetrisch ist. Schauen wir uns jetzt S12 an. Das wäre 1 plus S22, U1 durch U2. An dieser Stelle hätten wir die Spannung U2 und hier die Spannung U1. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann ist das wieder ein Spannungsteiler ZL durch ZL plus Z1, so dass wir insgesamt erhalten mal ZL durch ZL plus Z1. Und wenn wir das ausrechnen, die explizite Berechnung möchte ich Ihnen wieder ersparen, dann kommt heraus, und wenn Sie die Ausdrücke für S21 und S12 miteinander vergleichen, dann stellen Sie fest, dass diese gleich sind und das muss auch so sein aufgrund der Reziprozität. Das ist schon erstaunlich, denn die NF-Übertragungsfunktionen sind nicht gleich, je nachdem von welcher Seite wir in den Vierpol reinschauen. Das möchte ich Ihnen jetzt noch mal ganz kurz zeigen. Wenn wir also von vorne reinschauen, dann sieht das wie folgt aus. Wir haben hier die Eingangsspannung U1 und hier die Ausgangsspannung U2 und unsere Übertragungsfunktion U2 zu U1, die wäre dann Z2 durch Z1 plus Z2, einfach der Spannungsteiler. Drehen wir das Ganze um, dann sieht das wie folgt aus. Wir haben jetzt Z2 hier vorne und für die Übertragungsfunktion ergibt sich jetzt eine 1. Zumindest für den unbelasteten Fall, den wir hier annehmen. Das heißt, wir sehen, die NF-Übertragungsfunktionen hier sind ungleich, aber die HF-Übertragungsfunktionen, sprich S21 und S12, sind gleich. Messtechnisch kann man die S-Parameter mit einem sogenannten Netzwerkanalysator bestimmen. Und zwar stellt man dann ein, ob man eben S11, S22, S21 oder S12 messen möchte. Und man stellt hier auch eine Start- und eine Stoppfrequenz ein. Und über diesen Frequenzbereich werden dann die Parameter angezeigt. Wie gesagt, es handelt sich um komplexe Größen, das heißt, man kann sich entweder den Betrag oder die Phase darstellen lassen. Hier mal ein Beispiel für einen bipolaren NPN-Transistor. Wir erkennen hier S11 über der Frequenz dargestellt von 0 bis 10 GHz und wir sehen auch, für welchen Frequenzbereich der Transistor besonders geeignet ist. Das ist nämlich das WLAN-Band bei 5 GHz. Dafür ist der Transistor designed. Ein anderes Beispiel wäre eine Antenne. Hier auch wieder S11 dargestellt über der Frequenz. Auch hier erkennen wir, der Reflexionsfaktor ist minimal hier in diesem Bereich. Das ist genau das WLAN-Band. Es handelt sich also um eine Antenne, die für WLAN geeignet ist. Und dort, wo der Reflexionsfaktor minimal ist, da befindet sich die Antenne in Resonanz und dort wird die Antenne auch betrieben. Damit bin ich am Ende des ersten Videos über S-Parameter angekommen.
In einem zweiten Video wollen wir die Erkenntnisse auf Endtore verallgemeinern.